Hey, ja, willkommen zurück zu Holiday Lemmings 1994. Heute am 2. Dezember 2013. Ja, das heißt, der erste Advent ist hinter uns. Ich hoffe, ihr habt gut verbracht und wir machen weiter heute mit einem Level am Montag, weil heute normaler Dezembertag ist. Und deswegen machen wir heute Level 3 von dem Spiel. Das hört auf den Namen Cindy Land, was ich nie, wo ich nicht weiß, ob das einen Bezug hat. Meistens haben die Namen irgendeinen Bezug zu irgendwelchen, ja, anderen Spielen, zu irgendwas aus Popkultur oder auch aus, ja, oder auch in dem Fall irgendwas zu Weihnachten auch mal, aber Cindy Land, weiß ich nicht. Vielleicht könnt ihr es, vielleicht wisst ihr es, ich weiß nicht, was so Finn, wo Cindy Land stehen könnte, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, wir haben hier 80 Lemmings zur Verfügung, 93% müssen davon retten. Höllungsrate von 50 und 5 Minuten Zeit dafür. Ja, also mal gucken, ne? Wir fangen da an und kann euch da raus und habt den zweiten Ausgang gesehen, nämlich nach rechts. Was auch deutlich einfacher aussieht, wenn ich es richtig sehe. Ja, dann machen wir es am besten mal. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen nach rechts. Ja, wir gehen nach rechts. Ja, für alle Leute, die gar nicht wissen, was das überhaupt jetzt überhaupt ist, was wir hier machen in dem Spiel. Weil ich es in der ersten Folge auch nicht erklärt habe, kann man sagen, wir haben hier 8 Fähigkeiten, die wir vergeben können. Halt maximal 8. In dem Fall, in dem Level sind es 7 von jeder Fähigkeit. Ja, die ersten beiden Punkte sind die Veröffentlichungsrate. Wir haben also minimal 50 und maximal können wir auf 99 immer hoch. Aber man kann halt nicht unter die minimale Anzahl nie drunter gehen. Also man kann die hoch und runter setzen. Aber man kann halt bei 50 geht er nicht weiter runter, sondern man muss mit der Verlustrate zurechtkommen. Ja, dann haben wir hier den Kletterer, der klettert an solchen Kanten hoch. Dann den Fallschirmspringer haben wir letztes Mal auch schon gesehen. Der springt dann runter. Er kann also große Höhen halt überwinden. Dann haben wir den Sprengmeister, also im Deutschen. Nur in der PS2-Version heißt er unter anderem Sprengmeister, weil das so eine der wenigen Versionen ist, die übersetzt wurde. Also die allgemeinen PlayStation-Versionen sind alle übersetzt. Der heißt ja durch Sprengmeister. Der sprengt in die Luft nach 5 Sekunden. Es gibt eigentlich auch Versionen von Lemming, da sprengen die sich sofort in die Luft. Ich glaube, da bei den unveröffentlichten Arcade-Versionen zum Beispiel, das Spiel gab es auch für Arcade-Maschinen. Gab es auch einen Sprengmeister, der sprengt sich sofort in die Luft, wenn du drauf gedrückt hast. Dann gibt es den Blocker, der hält alle Lemminge auf. Dann Brückenbauer, der baut Brücken. Haha. Dann den Buddler nach horizontal, Buddler nach diagonal und Buddler nach vertikal. Also links und rechts, links oben und rechts unten und ähnliches und von oben nach unten. Ja, das sind unsere Lemminge, die wir zur Verfügung haben. Für alle, die es ja nie wissen, die das Spiel noch nie gesehen haben, die Vorgänger nicht kennen, letztes Jahr das Let's Play auch nicht gesehen haben und ähnlichem, habe ich nochmal kurz erklärt. Der Rest, ja, sollte selbsterklärend sein. Wir müssen von dort zum Ziel. Das ist die Aufgabe im Spiel. Ja, so, dann legen wir mal los. Okay, den lasse ich mal durchlaufen. So. Okay. Die werden dann um aufgehalten in der Zwischenzeit. Kann er die Brücke bauen, damit wir hier ein bisschen hochkommen. Aber wie klappt das dann auch? Ne, klappt nicht. Hätte ich noch eine zweite Brücke bauen müssen. Na, das war nicht bisschen mies geplant, aber egal. So. Okay, muss ich mal kurz hier gleich mal frei kriegen hier. Ja, jetzt hat's gereicht, gut. Dann muss ich aufpassen, wenn die in die falsche Richtung buddeln. So, jetzt kommen wir da durch. Wollen noch eine Brücke bauen, dann sind wir hier schon fertig mit dem Level. Ja, auch wieder relativ kurzes Level, auch nicht sehr schwer, aber habt ihr ja schon gesagt. Am Anfang ist es immer einfach, ja. Ich will mal einen einfachen Eindruck ermitteln, aber hinterher wird es verdammt schwer. Ja, so ist das halt bei Lemmings. Und das ist auch noch relativ ähnlich ein Level, was wir, glaube ich, 93-Version hatten, glaube ich. Kommt mir auch ein bisschen bekannt vor. Aber das ist ein anderes Level. So, jetzt sind wir hier fertig. Das heißt, wir können den da durchsprengen. Ja, man könnte es auch riskieren, über da den frei zu machen, aber es klappt nicht so gut. Das kann ich nicht so wirklich leider mit diesem Freibuddeln von den Blockern. Ich glaube, im Hauptspiel ist das eigentlich ziemlich nö ist das sogar nötig, aber naja. Habe ich vergessen hochzusetzen. Na, sollen wir machen. So.
Die laufen ja alle nach rechts. In dem Fall ist er nicht so schlimm. Wenn er jetzt schon explodiert und die kommen alle jetzt zum Ziel. Also nicht sehr schwer, aber auch kurz, eine kurze Folge. Aber habe ich auch gesagt beim letzten Mal, das wird am Anfang halt noch uns öfters begleiten. Diese kürzeren Levels. Weil die allgemein nicht so lang sind. Also man hat nicht so viel Zeit meistens. So. Ja. Wir nur warten, bis sie im Ziel sind und sind fertig mit dieser Folge. Und die Aufnahme-Session natürlich auch. Ja, aber wie gesagt, das ist halt so. Oh, kein Problem gehabt, war nicht das Problem. So, das war's halt mit dieser Folge für heute, mit der täglichen Living-Session und ja, Dosis. Genau, weil ich wollte die Dosis sagen. Deswegen hoffe ich ja trotzdem Spaß bei dieser kurzen Folge. Und ja, hab wie gesagt gestern den Advent gut verbracht. Könnt ihr euch schreiben, was ihr gemacht habt, falls ihr nicht in der letzten Folge schon geschrieben habt. Und ja, deswegen danke fürs Zusehen, denkt an das Feedback und bis morgen!